Kapitel 3 Allahs Übereinkunft mit Adam. Kapitel 3.1 Barzach. Im Islam findet weder der hinduistische Glaube an die Reinkarnation noch an die Seelenwanderung, wonach die Seele nach dem körperlichen Tod in einen neuen Körper schlüpft, Unterstützung. Manche derer, die diese Lehre annehmen, glauben auch an das Prinzip des Karmas. Nach diesem Prinzip wird der Zustand, in dem eine Person wiedergeboren wird, durch die von ihr in diesem Leben gesammelten Taten bestimmt. Waren die Taten schlecht, so wird man vom Schoß einer Frau von geringem sozialen Stand wiedergeboren. Und man muss gute Taten vollbringen, um im nächsten Leben in eine höhere Stufe wiedergeboren zu werden. Waren die Taten jedoch gut, so wird man vom Schoß einer Frau aus einer höheren Kaste als ein frommer oder heiliger Mann wiedergeboren. Diese Prozedur setzt sich sukzessiv fort, so dass man bei jeder Wiedergeburt als noch heiliger und noch frommer wiederkehren kann, bis man schließlich als Mitglied der Brahmanenkaste die Perfektion erreicht hat. Hat man die Vollkommenheit erreicht, so endet der Zirkel der Wiedergeburt durch die Auflösung und Wiedervereinigung der Seele mit der Weltseele Brahma. Das wird als Nirvana bezeichnet. Dem Islam und allen anderen göttlich offenbarten Religionen zufolge wird man vom Tode an bis zum Tag der Auferstehung nicht auf der Erde wiedergeboren. Nach der Vernichtung der Welt wird die gesamte Menschheit von den Toten auferstehen, um von Allah, dem einzig anbetungswürdigen und höchsten aller Richter, gerichtet zu werden. Vom Zeitpunkt seines Todes bis zu seiner Wiederbelebung ist der Mensch in einem Schwebezustand, im Arabischen als Barzach bekannt. Die Vorstellung, dass jemand, der bereits vor Tausenden von Jahren gestorben ist, Tausende von Jahren warten muss, bis er schließlich wieder zum Leben erweckt wird, braucht uns nicht zu verwundern. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagt, dass der Tod eines jeden auch der Beginn seiner Wiederbelebung ist. Die Zeit existiert nur für die Lebenden auf der Erde. Ist der Mensch erst einmal gestorben, so verlässt er die Zeitzone und Tausende von Jahren werden zu einem Wimpernschlag. Allah beschreibt diesen Umstand in einer Geschichte in Surah Al-Baqarah. Es geht dabei um einen Mann, der an der Fähigkeit Allahs zweifelt, ein Dorf wieder zum Leben zu erwecken. Daraufhin ließ ihn Allah sterben und für 100 Jahre tot sein. Als er wiederbelebt wurde, fragte ihn Allah, wie lange er geschlafen habe. Er antwortete, ich verharrte einen Tag oder den Teil eines Tages. Surah Al-Baqarah, Vers 259. Ähnlich ergeht es Leuten, die lange Zeit im Koma waren und danach meinen, kaum weg gewesen zu sein. Oft wacht man auch nach stundenlangem Schlaf auf und denkt, man hätte gerade erst seine Augen geschlossen. Es macht keinen Sinn, zu versuchen, sich das jahrhundertelange Warten im Barzach vorzustellen, da Zeit in diesem Zustand keine Rolle spielt.